2015 gewann Stefan Flauder mit dem BFC Dynamo den Berliner Pokal. Heute kehrt er mit Tennis Borussia zurück in sein altes Wohnzimmer. Natürlich mit dem Ziel, am 21. Mai erneut hier im Jahn-Sportpark im Finale zu spielen. Das dürfte allerdings ein schwieriges Unterfangen werden, denn der BFC und Trainer René Riedlewitz ordnen dem Pokal alles unter. 8 Veränderungen im Vergleich zum Ligaspiel bei Chemie Leipzig am Wochenende. Dorthin reisten ja einige Stammkräfte erst gar nicht mit. Kräfte sparen in der Liga, dafür die Top-11 im Pokal. Rein ins Spiel der BFC in den weißen Trikots von links nach rechts, gleich mal mit Steinborn. Allein vor Flauder. Aber der Keeper mit einer Menge Erfahrung bleibt lange stehen. Als Flauder 2013 zu Dynamo kam, ging Steinborn vom BFC nach Magdeburg. Beide kennen sich trotzdem gut. Andere Seite, die Lila-Weißen von DB melden sich das erste Mal zu Wort. Maximilian Stahl findet mit seiner Flanke in der Mitte auch einen, der mal beim BFC kickte. Thiago Rockenbach machte bis Sommer 2017 65 Spiele für Dynamo, wechselte dann zu TB. Thomas Bredaric und René Riedlewitz kennen sich noch als Spieler aus der Bundesliga. 7-mal spielten sie dort gegeneinander. 6-mal gewann Bredaric, 1-mal Riedlewitz. Heute stehen sie sich als Trainer gegenüber und sehen in der 15. Minute die nächste BFC-Chance durch Okoronkwo. Aber erneut kein Problem für Flauder. Die Dynamo-Fans veranstalteten am Sonntag vor dem Chemiespiel einen Gedenkmarsch zu Ehren von Mike Polley, ein BFC-Fan, der 1990 vor dem Spiel Chemie gegen den BFC durch einen Polizeischuss ums Leben kam. Zurück zum Fußball, TB noch mal kurz vor der Pause. Schmidt versucht es aus der Distanz, aber zur Pause steht es 0:0. Erstmal kein Gegentor für Flauder und Zeit, nochmal bei Steinborn nachzufragen, was hier heute noch so geht. Bei BFC Top-Torjäger Dadaschow geht gerade nicht viel, Innenbandanriss im Knie. Er hofft, zumindest für das Pokalfinale fit zu werden, wechselt ja nach der Saison zu Drittligist Preußen Münster. Hälfte 2 beginnt mit einem Aufreger. Chepnys Flanke springt auf die Latte, Flauder nicht mehr dran, aber Schiri Beblik entscheidet auf Ecke. Sehr zum Ärger der TB-Spieler, die können diese Entscheidung nämlich gar nicht nachvollziehen. Videobeweis, den gibt es nicht, aber es gibt die Ecke von Chubukcu. Kopfballduell Asave gegen Stahl, Adomar macht den Ball nochmal heiß. Dann ist es ein Durcheinander und dann ist da das 1:0. 63. Minute, David Alasave schießt Dynamo in Führung. Sein zweiter Pokaltreffer, aber ein ganz umstrittener. Erst einmal ist es keine Ecke, dann ist Marlen Barner hier noch mit der Hand dran, legt damit regelwidrig auf Alasave vor und der haut den dann rein. Nochmal der Blick aus der Flauderkamera. Gegen Adomar kann er noch klären, beim Rest ist er dann machtlos. Aber sofort reklamieren alle Handspiel. Beblik erkennt den Treffer an, 1:0. Und Torschütze Alasave weiß genau, mit wem er das Tor feiert, mit Rufat Dadaschow. TB muss jetzt natürlich ein bisschen mehr riskieren. Ergo, hinten ist man anfällig für Konter. 71. Minute, der BFC über Breustedt und hinten marschiert Steinborn. Steinborn wieder allein gegen Flauder. 2:0. Und der 100-Meter-Sprint zu den Fans, die ihren Steinborn lieben. Dynamo Eigengewächs, 4 Jahre war er weg, spielte bei Babelsberg und Magdeburg Sommer 2017. Kam er wieder zurück, ist jetzt wieder bei seinem Herzensverein und hier macht er mit seinem zweiten Pokaltor womöglich schon die Vorentscheidung. Und Flauder, der hat noch nicht aufgegeben. 20 Minuten Zeit für TB, um das Spiel noch zu drehen. Und Bredaric reagiert, bringt unter anderem mit der Nummer 18 Tino Schmunk, der ja auch vom BFC zu TB wechselte. Vielleicht kann er offensiv noch was reißen. Erst einmal aber das gleiche Schema. Der BFC steht tief und kontert im eigenen Stadion. Der eingewechselte Rabiega und hinten kommt, na klar, wieder Steinborn, wieder vor Flauder. Keine Kopie vom 2:0. 80. Minute, TB kommt nochmal über links mit Kruschke und der sieht in der Mitte Tino Schmunk. Der Anschlusstreffer für die Veilchen. Nur noch 2:1 für Dynamo und TB schnuppert wieder ein bisschen mehr an der Verlängerung. Der Ball von Kruschke ist perfekt und Schmunk, der mit Magdeburg schon einmal DFB-Pokalluft schnupperte, muss nur noch einschieben.
Weiter TB, langer Ball von Stahl. Der BFC kann ich klären und Karaman trifft nur das Außennetz. Der Blick nochmal aus der Flauder-Perspektive. Der weiß auch, das könnte es jetzt schon fast gewesen sein. Der TB-Anhang peitscht die Truppe noch einmal nach vorn und die Chance zum Ausgleich, sie ist da. Nikolai Matt sieht Thiago Rockenbach, aber der entscheidet sich für den Schuss, anstatt querzulegen. Henne ist da und rettet das Finale für Dynamo, denn kurz darauf ist Schluss. Die Dynamos feiern und TB hatte noch einiges mit dem Schiedsrichter gespannt zu klären. Es geht natürlich um das umstrittene 1:0. Wo halt zweimal der Ball nicht von uns ausgespielt worden ist und dann noch der Gegner, als der Ball quasi im Standard reinkam, dann auch noch vom Gegenspieler noch mit der Hand mitgenommen worden ist. Also es sind so zwei Fehlentscheidungen, die man halt auch dann letzten Endes sehen muss. Von den Fans gibt es trotzdem Applaus. In der Liga hat man ja noch die Chance aufzusteigen. Und warum BFC-Stürmer Steinborn trotz müder Beine zum Jubelsprint ansetzen konnte, hat er uns nochmal erklärt. Ja, der Sprint war eigentlich unnötig, aber da war ich richtig tot. Aber ist geil, nochmal vor der Kurve zu stehen, nochmal alles rauszulassen. Und ist auch schön, dass man wieder voll war. Der BFC Dynamo schlägt Tennis Borussia Berlin mit 2:1 und steht wie im letzten Jahr im Berliner Pokalfinale.